Jo, was haben wir noch so? Wir haben noch ein Waldbier, okay. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, ich muss hier ein paar Pilze pflücken, auch wenn es so keinen Sinn mehr ergibt. Kümmere dich besser um deinen Kram. Nebelschleicher. Fruchtloser Orktöter, ich komme nicht vorbei, schade. Stolze Kriegerin, du siehst wichtig aus. Live. Enos zum Gruße. Hast du Lust, mit mir auf die Jagd zu gehen? Oh Gott, hab ich das nicht. Ja, später. Später. War ja klar. Du bist wahrscheinlich auch nur hier, um den Orks den Schädel einzuschlagen. Was soll's? Ich bin halt von Ignoranten umgeben. Wenn du es dir anders überlegst, sag mir Bescheid. Sage ich, aber ich habe schon Weißgott genug gejagt, gerade in letzter Zeit. Gibt's irgendwie weitere Probleme mit den Orks? Probleme mit den Orks? Ist es in Nordmar kalt? Die Säcke machen sich im ganzen Land breit. Sie plündern unsere Gräber, überfallen unsere Händler und verscheuchen unser Wild. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Eigentlich plündere ich eure Gräber und töte relativ viele von euren Tieren, aber es ist okay so. Unternehmt ihr irgendwas gegen die Orks? Unternehmt ihr was gegen die Orks? Die Orktöter sind unterwegs. Und jeder Ork, der ihnen über den Weg läuft, wird umgehauen. Klingt unorganisiert. Ist es auch, aber sehr wirksam. Aber wenn du es genau wissen willst, rede mal mit Kurth. Ich habe gehört, er hat einen Plan. Gut. Kannst du mir eigentlich was beibringen? Herr Jäger. Gar nicht schon, das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Wie viel? 10 Säbelzähne. Ich brauche sie für meine Pfeile. Ja, hier sind die Zähne. Vielleicht kriegst du viel Erfahrung. Hier sind deine Zähne. Kannst du mit Gold was anfangen? Hier ist noch mal kalt. Cool. Dachte ich mir. Ich hab's ein paar Orks abgenommen. Oh, 634 Gold. Also hast du gerade verstanden, dass die Säbelzähne entlohnt. War echt ein gutes Geschäft. Vor allem besser als die meisten Handel. Okay. Was ist, WS-Kerl erstmal. Nee, erstmal ganz kurz. Bringen wir es mir was über die Jagd noch beibringen. Du hast Jagdgeschick, Wildjäger, Großwildjäger und Orkjäger. Also eigentlich nichts, was ich brauche, aber okay. Na gut, dann WS-Kerl. Er ist unser Anführer. Ihm gehört das große Haus, ganz oben im Dorf. Mhm. Gut, dass wir darüber geredet haben. Dankeschön, wir werden noch später jagen gehen. Mit einem anderen zusammen zu jagen ist wesentlich angenehmer. Geht auch schneller. Und man läuft weniger Gefahr, getötet zu werden, weil die Leute ja von Monstern kaum Schadenspunkte erleiden. Alter, hier geht's tiefer ab. Da bist du, Lee! Du hier! Ich glaube, es gibt keinen Ort, an dem du nicht auftauchst. Also, du hast eine ganz schöne Schmalzglocke, mein Freund, aber egal. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Schon gut, reg dich ab. Ich hätte nur nicht mit dir gerechnet. Hier, am Ende der Welt. Ja, wie sieht's denn aus? Wie sieht's aus? Eigentlich hatte ich ja vor, Roba einen Besuch abzustatten. Aber der Feigling hat sich hinter einer Barriere versteckt. Du weißt ja, wir haben da noch was aus der Welt zu räumen. Ja, das glaube ich auch. Nur zur Information, Lee wurde von König Roba persönlich, also General Lee, wie ihr noch gelesen habt, war mal General, ist in Ungnade gefallen, wurde von König Roba in die Barriere geworfen und ist jetzt darauf aus, den Herrn zu bestrafen. Ja, die Sache mit dem Knast. Die Sache mit dem Knast. Genau. Das wird er noch bereuen. Niemand schmeißt mich ungestraft ins Gefängnis. Auch nicht der König. Ich glaube, es gab keinen Tag in Korinnis, an dem ich nicht daran gedacht habe, Roba gegenüberzustehen. Du glänzt übrigens ganz schön, oder? Doch, ist wirklich glänzt. Na gut, er schwitzt. Meine Güte, er schwitzt. Kann ich echt ganz schön gefährlich werden. Doch, du brauchst mir eine Mütze, mein Freund. Eine Mütze brauchst du. Was hast du denn vor? Was hast du vor? Wir müssen in den Palast des Königs kommen. Wir? Ich brauche deine Hilfe. Hast du vergessen, wer dich in die Kolonie geschickt hat? Es ist Zeit, für Gerechtigkeit zu sorgen. Der König ist stark. Aber gemeinsam können wir ihn töten. Das könnte funktionieren, tatsächlich. Was hast du denn vor, wenn der König tot ist? Was hast du vor, wenn der König tot ist? Das werde ich dann sehen. Der Krieg ist eh verloren. Keiner weiß, was dann passiert. Okay, und wie kann, ich dir helfen? Wir müssen in den Palast des Königs kommen. Es gibt Teleportsteine dorthin. Wir brauchen zwei. Einen für dich und einen für mich. Einst gab es in jeder Burg der Paladine so einen Stein. Für den Notfall. Bring sie hierher. Ich habe die beiden Teleportsteine zum Palast. Die habe ich tatsächlich, aber ich werde es dir noch nicht geben. Das ist mir noch zu früh, irgendwie schon anzufangen, irgendwie den König zu töten. Aber das ist so eine der möglichen Enden in gewisser Weise. Also Lee spielt bei einer möglichen Enden mit. Dass sich halt darum dreht, letztendlich den König zu töten. Das wäre eine Möglichkeit. Also der König, der höchste Vertreter Innos hier auf der irdischen Welt oder in der irdischen Welt. Deswegen. Wo geht die Musik gerade? Okay. Schneewehenkrieger.
Bist du Zorn der Nordmara? Ärger, klar. Ja, mit der Mütze wäre ich auch Zorn der Nordmara. Das Haus da oben gehen wir gleich. Erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Eins nach dem anderen. Das sieht aus wie eine Schmiede. Komm mal ran, mein Freund. Kannst du mir irgendwas beibringen? Kann ich dir irgendwas beibringen? Waffen? Ich habe Waffen. Erstklassige Äxte. Es gibt in Nordmar keine bessere Ware als meine. Ingvar, ja, zeig mal her. Vom Hammer-Clan ist vielleicht ein bisschen besser. Ja, bei dem war ich auch schon, aber so gut war er nicht. Ja, erzähl mir erstmal was über die Gegend. Erzähl mir was über die Gegend. Da gibt's nicht viel. Eis und Schnee. Ach ja. Und es gibt das Kloster in den Bergen. Habe aber schon länger nichts mehr davon gehört. Wenn du genaueres wissen willst, rede mit Friedschauf. Er ist ab und zu beim Kloster. Okay. Und wie komme ich zum Kloster? Wie komme ich zum Kloster? Vielleicht unten am Dorf Friedhof. Führt ein Weg in die Berge. Folge ihm. Okay. Kannst du mir zeigen, kannst wie man du schmiedet? Mir zeigen, wie man schmiedet? Bei Enos. Das kann ich. Aber ich zeige dir nicht, wie man reine Erzwaffen schmiedet. Dafür musst du zum Hammerclan gehen. Okay, zeig mir, wie man schmiedet. Zeig mir, wie man schmiedet. Meine Schmiedefertigkeit an sich. Hast du dein Handwerkszeug und die Rohstoffe dabei? Was meinst du? Glaubst du, ich schenke dir die Rohstoffe? Stahl ist wertvoll. Zu wertvoll, um ihn von einem Lehrling ruinieren zu lassen. Was brauche ich? Ein Schmied braucht seinen eigenen Hammer. Das ist schon mal klar. Bring einfach mal 30 Schmiederohlinge mit. Wenn du Glück hast, bekommst du 10 gute Klingen daraus. Weißt du, du kannst auch einfach mal sein lassen. Ich gebe dir nicht mal 30 Schmiederohlinge von so einem abgehaltenen, komischen Schmied. Da gehe ich lieber zu Ingvar und lerne reine Erzwaffen zu schmieden. Zeig mir lieber deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was haben wir denn? Wir haben den Bauplan für einen Zweihänder, der ist mir egal. Den Bauplan für einen Breitschwert, der ist mir auch egal. Wir haben einen Breitschwert an sich, einen Orkschlechter, also der die üblichen Krallen, die ich vorher schon hatte, ganz am Anfang des Spiels. Barbarenstrahlachse sieht sehr schön aus, macht auch einigermaßen Schaden. So einiges wert. Wie Gold hast du eigentlich? 20.000, und das musst du nicht mehr so lange haben. Ein verstärkter Eisen. 20, 20, 20. Muss ich gleich mal gucken, was ich habe. Guck die ganzen Nordmar-Rüstung. Oh, schwere Nordmar-Rüstung. Kann ich die kaufen? Noch nicht. Beweise erst einmal, dass du es auch wert bist. Okay, könnte ich die Mütter kaufen schon? Beweise erst. Du bist in Ordnung. Die Kleine könnte ich auch mal kaufen, okay. 20, 20, 20 war gerade gesagt. Ach, die hab ich schon verstärkt. Dann brauchen wir das nicht. Aber ich kann ja viel Kram verkaufen. Das da zum Beispiel. 15.000 Gold für die ganzen Krusch Campbox. Und die ganzen rostigen Zweihänder kannst du haben. Und du kannst vieles noch haben. Normale Schwerter und die ganzen 62 rostige Schwerter. Kann man sehen, wie viel ich getötet habe. 68 Knüppel noch für die Goblins. 14 Jagdbögen, allesamt ebenfalls von Skeletten. Und nochmal einen normalen Jagdbogen. Einen braucht, glaube ich, zum Tauschen noch. So, wir haben hier noch Scharfpfeile, würde ich sagen. Ork, du bist auch Scharfpfeile, muss ich mal herstellen, damit das auch. So, aber sind wir schon fast am Limit bei dir. Dann werde ich noch ein bisschen das mit Krusch Tarras auffüllen. 20.597. Das war jetzt zu viel. Gut, Goldausgleich, 20.000 Tacken mehr. Jetzt bin ich schon bei 200.000 Gold und muss immer noch kräftig Dinge verkaufen hier. Sehr, sehr schön. Gefällt mir, es ist eine schwere Truhe. Noch eine schwere Truhe. Oh, ich weiß ja jemand, der schon jetzt zittert, ob ich jetzt hier rausgehe oder nicht. Nee, ich gehe nicht raus, aber ich speichere mal vorher. Vorsichtshalber. Und wenn wir auch gleich mal den Vergessenzauber nochmal irgendwie auf die 7 oder die 8 legen. Oder nein, warte mal, der Schlafzauber müsste auch gehen. Gute Nacht. Weg damit. Wir sind kein anderer jetzt. Nee. Wir haben ein Ordensschwert. Uiuiui, das ist schick. Den Jagdbogen, den ich nicht brauche. Feuerpfeil, bla bla bla. Äpfel mich mal mit und den Rest mal nicht. Damit ich nicht mehr dieses Limit komme. Und eine weitere schwere Truhe. Wir haben hier einen Jagdbogen. Toll, Sprengpfeile, Feuerpfeil, ein Schlachtbeil. Gekauft. Gut, ist alles wieder in Ordnung. Das war überhaupt nichts, Kellen. Alles cool? Ja, alles cool. So, was habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt bekommen. Meins ist 115. Er hat 115 Schaden. Und das Ordensschwert hat 120. Plus maximal Lebensenergie plus 10. Da würde ich mal sagen, nehme ich mal eins davon. Achso, das sind zwei Händler. Ja, dann lass es halt sein.
und die Axt. Hab ich gerade bekommen. Schlachtbeil. Davon habe ich schon eins. Naja, habe ich halt zwei, kann ich eins verkaufen. Ist doch schon mal ganz schön. Jetzt habe ich zwei schwere Truhen wieder. War auch gar nicht mal schlecht. Und wir gehen hoch zum Chef. Geschlossener Ohrkrieger, starker Ohrkrieger. Innos sei mit dir. Du bist ja, ein hallo. Kämpfer, kein Pilger. Das sehe ich. Kommst du das aus kann man wohl sagen. So ungefähr. Dann hast du schon erlebt, was uns noch bevorsteht. Du bist keine Ahnung, warum die Hintergrundmusik ruckelt. Beziehungsweise das Ambientgeräusch, glaube ich. Pilger? Wieso sollte ich ein Pilger sein? Wieso sollte ich ein Pilger sein? Nun, das Innos-Kloster in den Bergen hat früher oft Pilger aus dem Mittelland angelockt. Aber seit dem Krieg ist kaum noch jemand gekommen. Und wie komme ich zum Kloster? Wie komme ich zum Kloster? Folge einfach dem Weg unten am Fuße des Dorfes in die Berge. Okay, ist in letzter Zeit irgendwie ein Pilger hier vorbeigekommen? Ist in letzter Zeit ein Pilger hier vorbeigekommen? Pilger? Ein junger Feuermagier. Milton! Er ist aber direkt weiter zum Kloster. Er schien es eilig zu haben. Hatte er einen Namen? Milo? Nein. Ja. Milton. Wusstest du. So heißt er. Und was steht euch so bevor? Was ist das für eine Frage? Was steht euch bevor? Der Kampf um das Überleben der Clans. Orks streifen ungestraft durch unser Land. Und wir verkriechen uns in unseren Dörfern. Aber damit ist jetzt Schluss. Der Feuerclan wird sich die Macht unserer Ahnen holen und die Orks aus unserem Land verjagen. Erzähl mir über den Feuerclan. Nee, erstmal, was ist die Macht der Ahnen? Was ist die Macht der Ahnen? In Nordmar gab es schon immer große Krieger, geschickte Jäger und die besten Schmiede der Welt. Die meisten von ihnen haben wir vergessen. Aber die größten von ihnen wurden in Grabhöhlen bestattet. Ihre Fähigkeiten sollten den Clans über ihren Tod hinaus dienen. Wie das? Jeder dieser Helden hat vor seinem Tod einen Ahnenstein angefertigt. Ein Stein von uralter Macht. Die Kunst, sie herzustellen, ist ebenso verloren gegangen wie das Wissen um ihre Herkunft. Die Ahnensteine verleihen demjenigen, der sie an ihren vorgesehenen Ort bringt, die Fähigkeiten seines Erschaffens. Ja, habe ich schon gemerkt. Und was hast du jetzt vor? Was hast du vor? Ich habe meine 6 besten Krieger zu den Grabhöhlen geschickt. Dort werden sie alles lernen, was wir für den Kampf brauchen. Ich mache mir große Sorgen. Sie hätten längst zurück sein sollen. Dafür ja, was soll man sagen? Nur einen Grund geben. Sie sind tot. Ja, vermutlich. Ich habe ja schon so einige Grabhöhlen, ich glaube 4 mittlerweile, geplündert will ich nicht gerade sagen, aber zumindest mir angesehen und von unheiligen Skeletten befreit. Das heißt, ich werde also noch weitere 2 Grabhöhlen oder sowas besuchen müssen, aber ich dachte mal, das wären 5, aber egal. Ja, kann ich irgendwie helfen? Kann ich helfen? Vielleicht ist es besser, wenn wir nur einen Krieger schicken. Einen wirklich starken Krieger. Bist du gut genug? Gut genug für was? Dir die Macht der Ahnensteine zu geben. Ja, bisher war ich ganz gut dabei, ja. Ich denke drüber nach. Ich werde mir die Macht der Ahnensteine holen, Ich werde mir die Macht der Ahnensteine holen. Alles andere wäre auch gelogen, nicht wahr? Ich hoffe, dass deine Tatenkraft genauso groß ist wie dein Mut. Es kann sein, dass du gegen die Geister der Ahnen kämpfen musst. Sie sind zornig. Aber nimm darauf keine Rücksicht. Es geht um alles. Die Geschichte wird uns recht geben. Wie viele haben das schon gesagt? Okay, also du hast ganz schön was zu erzählen, nicht schlecht. Und warum hast du eigentlich gerade deine Krieger erst jetzt losgeschickt? Vielleicht hätte er ja gefragt, warum er eigentlich gerade seine ganzen besten Krieger losgeschickt hat. Ich meine, okay, die besten Krieger sollen auch möglichst noch besser werden, aber das Dorf ist jetzt praktisch schutzlos, oder? Warum hast du deine Krieger jetzt erst losgeschickt? Die Ahnensteine lagen lange in unseren Truhen. So lange, dass wir ihre Bedeutung vergessen haben. Aber ich hatte einen Traum. Ich sah, dass die Ahnen sich im Zorn über die Orks aus ihren Gräbern erhoben. Sie wollten kämpfen. Gegen die Orks. Da wusste ich, was ich zu tun hatte. Ja, ich muss kurz mal dem etwas Einhalt gebieten einstellen. Audio. Hupp. Der Wind kommt weg. Weil der ruckelte gerade offenbar. Keine Ahnung warum. So. Dann erzähl mir noch ein bisschen erzähl mir was über den Feuerclan. Wir sind die besten Krieger Nordmars. Wir kämpfen für Innos gegen die Orks. Wieso für Innos? Er zeigte unserem Clan, was es heißt, stark zu sein. Sein Feuer
wärmt unsere Hütten und heizt unsere Schmieden. Es ist nur recht, dass wir es ihm mit Orkblut zurückzahlen. Hm. Kannst du mich also trainieren? Kannst du mich trainieren? Natürlich kann ich dir was beibringen. Ich bin der Chef der besten Krieger von Nordmar. Na, das wird schon was heißen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wahrscheinlich hast du große Waffen und Armbrust und das Schild, tralala, wie immer. Ja, hast du. Das Übliche also. Und Orktöne hast du auch noch. Okay. Was ist, wenn deine Krieger noch leben? Was ist, wenn deine Krieger noch leben? Egal, wir schicken einen. Dich. Eine Axt ist besser als 6 Messer. Sie sollen dir ihren Ahnenstein geben. Okay. Und, ja genau. Wie finde ich die Ahnensteine? Wie finde ich die Ahnensteine? Ich habe eine Karte. Dort sind alle Grabhöhlen eingezeichnet. Geh dorthin. Ich bin sicher, dort wirst du die Spuren meiner Krieger finden. Klingt gut. Pass auf. Ja. Die Toten in Nordmar sind mächtig. Das habe ich gemerkt, ja. Das lass mal meine Sorge sagen. Achso, kann man sich schützen? Ja, vielleicht ist kann man sich schützen? Nein. Man muss versuchen, die Toten zu besänftigen. Die indem man sie kaputt haut. Können dir mehr darüber erzählen. Okay. Ganz kurz, wir kurz mal auf die Karte gucken. Mit diesen, mit den Ruinen. Nenne ich mir die Ruinen, mit den Ork-Ausgrabungen. Angreber sind gut. So, ich bin hier beim Feuerclan. Dieses habe ich, glaube ich, gerade geplündert. Das habe ich auf dem Weg hierher geplündert. Das ist hier, das war Akashas Grab. Das war Baldars Grab oder sowas. Hier unten war Grab von irgendwem. Und ich glaube, hier eins von den beiden wird für Einars Grab gewesen sein. Also ich muss auf jeden Fall noch zu diesem Grab und zu einem von diesen beiden Gräbern gehen. Und dann haben wir es geschafft. Okay. Zurück zur Weltkarte. Ist hier, genau. Und jetzt wieder zurück zu dir. Die Ahnen sind erwacht. Die Ahnen sind erwacht? Ja. Du musst vorsichtig sein. In ihrer Wut können sie Freund und Feind nicht unterscheiden. Du wirst gegen sie kämpfen müssen, um die Ahnensteine an ihren Ort zu bringen. Aber zögere nicht. Sie sind schon tot. Gib ihnen die Ruhe, die sie verdienen. In Ordnung. Ganz nebenbei muss ich auch mal den mit den Ahnenstein von Einar besorgen, weil der die Höhle ist zwar schon besänftigt, sage ich mal. Aber wir konnten den Arschstein noch nicht einsetzen, weil der andere Typ den irgendwie hatte. Aber wahrscheinlich gibt er uns den Arschstein jetzt zurück. Wenn nicht, hau ich ihn halt um. Übrigens, wegen der Ahnen, ich habe schon so ein paar... Oh, das war falsch. Ich habe schon so ein paar Gräber gerade befriedet. Wegen der Ahnen. Ja? 3 Stück. Ich habe die Macht von Akasha. Ich habe die Macht von Akasha. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Komme ich dafür Erfahrung? Nein. Okay, ich habe die Macht von Snorre. Ich habe die Macht von Snorre. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Baldar. Baldar, genau. Was ist mit den anderen Gräbern? Ganz ehrlich, wenn ich das Gespräch am Stück durchgeführt hätte mit den anderen 3 Gräbern noch, hätte er es jedes Mal gesagt? Wahrscheinlich schon. Aber gut. Erstmal Ende und gucken, was es noch so alles gibt. Hüterin, okay. Diese Hütten finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Metalltruhe rechts, links. Wahrscheinlich ist irgendwo noch eine alte Truhe zu sehen. Wasserfass, Teleportstein ist auch noch hier. Nehme ich hier beide mit? Ja, klar. So, ja, nichts Spektakuläres, aber an sich sehr schön geraten, sehr schön designt, muss ich sagen. Obwohl ich mich immer noch frage, warum hier das Teil da oben so offen ist. Die Hütte. Ich meine, gut, es schimmelt dann nichts, aber es kann auch ziemlich kalt werden irgendwann, oder? Gerade auch, wenn die Wärme nach oben raussteigt, aber vielleicht ist das irgendwie so ein Bauprinzip, was ich nicht verstehe. Davon habe ich echt jetzt auch nicht so wirklich viel Ahnung. So, da drüben rechts war ich gerade, links war ich auch schon, aber ich wollte mal ruhig runtergehen und mit Frithjof reden. Über... Frithjof war doch hier im Innos Schrein. Über das Kloster. Frithjof. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. So viel zum Thema, ob ich irgendwas mit Frithjof machen kann, aber offensichtlich nicht. Lass mich in Ruhe. Wald, mit dir habe ich auch schon geredet. Mit dir du redest eigentlich mit mir, das ist auch seltsam. Dann sollte ich wohl demnächst anfangen, mit dem Jäger zu jagen, mit dem Orktöter Orks zu töten und dann auf jeden Fall auch das Kloster auch zu suchen. Zunächst einmal beende ich allerdings dieses Wochenende und ja, muss noch eine kleine Ansprache führen. Ihr wisst ja vielleicht, oder einige von euch wissen ja bereits, dass ich demnächst wieder umziehen werde in der nächsten Woche. Das heißt, dass ich natürlich in den nächsten Gothic-Wochenenden entfallen, weil ich nicht genau weiß, wie lange es dauert, bis ich wieder ein neues Internet habe. Und vor allem, wie ich auch zum Aufnehmen komme.
Dazu insgesamt mehr bei dem Ankündigungsvideo, was jetzt wahrscheinlich noch nicht draußen ist, aber irgendwann heute oder morgen rauskommen wird, muss man mal sagen. Nee, ich glaube, wir müssen hier stehen. Hier ist ganz schön. Oder nicht Bio. Ja. Falls es euch also gelüstet, mir noch irgendwelche Tipps zu geben, gerade so zu Gothic oder irgendwelchen anderen Spielen, die ich jetzt noch laufen habe, ich habe kein Spiel mehr laufen, also Gothic 3 ist das einzige Spiel, was ich noch aktiv so gerade aufnehme, wo ihr praktisch noch mitwirken könnt, dann würde ich euch bitten, das entweder unter diese Folge zu schreiben oder mir als private Nachricht zu schicken oder irgendwas in der Richtung, wenn ich wieder Internet haben werde, denn ich rechne so damit, dass ich im November keine Folgen hochladen kann. Ja, der ganze November ist dann mehr oder weniger futsch. Dass ich aber in dieser Zeit wahrscheinlich schon Nordmar durchgespielt haben werde. Also falls ihr noch irgendwelche spezifischen Tipps habt zu Nordmar oder irgendwas in der Richtung, großartig Spoiler könnt ihr mich ja nicht, weil ich das Spiel ja schon mal durchgespielt habe, dann solltet ihr mir jetzt am besten mal jetzt schon schreiben. Am besten noch nächste Woche. Bis Donnerstag habe ich noch Internet und kann eure Nachrichten noch lesen. Danach ist es schlecht. Muss man ganz klar sagen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu in der Zeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Gothic-Wochenende, weil auch immer das sein wird. Ende November, Anfang Dezember, je nachdem, wie schnell meine Internetfirma ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn dann. Ciao, tschüss.